Herrn, möchte auf ein paar kurze Sachen der anderen Fraktionen kurz eingehen. Herr Dirks, auch wenn Sie jetzt, ja, Sie sind wieder da, schön. Sie haben in Ihrem Redebeitrag Phrasen gedroschen. Ich habe keinen einzigen Punkt gefunden, wo Sie inhaltlich sich mit unserem Antrag auseinandergesetzt haben. Das ist wirklich ganz großes Kino, was Sie hier gemacht haben. Und Sie haben gesagt, unsere Anträge sind inhaltslos. In unserem Antrag fordern wir Bedarfstaxen für ältere Menschen. Heute Morgen haben die Taxifahrer ja hier draußen gestreikt. Sie hätten rausgehen sollen, hätten mit denen reden können, wie man sowas umsetzt. Unabhängig, ob das die AfD fordert oder nicht. Es gibt jetzt hunderte Taxifahrer, die nicht wissen, wie sie über die nächsten Monate kommen. Denen hätten sie eine Lösung anbieten können. Aber das, was wir ja machen, ist ja vollständig inhaltslos, wirklich. Da fällt einem nichts mehr ein. Und wenn Sie Argumente gehabt hätten, hätten Sie ja meinen Vorwurf vorhin gegenüber Herrn Ministerpräsident, dass er lügt, zum Protokoll der Sondersitzung, hätten Sie sofort entkräften können. Sie müssen sich hiermit eingestehen, dass er wirklich gelogen hat, weil Sie es nicht entkräften können. Und zur Frau Schaper von den Linken. Ich helfe Ihnen nochmal beim Lesen. Sie haben gesagt, wir wollen den Lockdown beenden. Da ist noch ein Wörtchen dazwischen. Schnellstmöglich, Lockdown schnellstmöglich beenden. Und wir haben in unserem Antrag gefordert, dass antigene Schnelltests gemacht werden. Ich habe die Woche selbst einen gemacht, deswegen bin ich auch noch hier, weil ich negativ bin. Und wenn diese Tests nicht funktioniert würden, dann frage ich mich, wie das die Grünen, wie das Herr Palmer in Tübingen hinbekommt mit einer vernünftigen Teststrategie. An dem Punkt stehen wir nämlich, weil wir es Monate verpasst haben, die Alten- und Pflegeheime vernünftig zu testen. Deswegen ist es jetzt notwendig, das breit angelegt zu machen. Und zu Ihren Zahlen zu Leipzig, dass dort junge Menschen auf Intensivstationen liegen, das tut mir wirklich leid, das entkräftet. Aber ja, dieses Argument, dass es nur AfD-Wähler sind, weil in Leipzig sind es ja links-grüne Wähler, scheinbar, die sich dann nicht an die Regeln halten, meine Damen und Herren. Und Frau Kufus, das Letzte dann zu Ihnen. Sie haben gesagt, es sind Dinge in dem Antrag, die wir nicht brauchen. Wir brauchen also damit keine Antigen-Schnelltests. Herzlichen Dank für so viel glorreiche Sachen. Frau Köpping, wir haben von Anfang an die Intransparenz Ihrer Politik hier kritisiert. Das war es, weil uns die Daten nicht vorlagen, weil wir mit kleinen Anfragen, wir haben das schon oft gemacht, aber scheinbar muss ich das so wiederholen, wie Sie die Fallzahlen jedes Mal wiederholen, weil Sie es einfach nicht transparent genug gemacht haben, haben wir immer wieder Kritik geübt und viele kleine Anfragen gestellt. Und wenn Sie, und das hat Kollege Urban gerade gesagt, wenn Sie die Schlussfolgerung aus der Risikoanalyse 2012 vernünftig gezogen hätten, müssten wir heute nicht hier stehen, wo wir stehen. Und ich finde es in Ihrer Rede absolut pietätlos, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, wenn Sie auf eine Fraktion zeigen und sagen, da ist jemand bei Ihnen an Corona gestorben. Das finde ich einer Ministerin unwürdig. Das ist unglaublich. Und ich kann Sie ja beruhigen. Der Kollege Urban hat das gerade schon gesagt. Sie sollten dann auch mal schauen, wer an welchen Hotspots, gerade im Landkreis Görlitzwall, Siege eingefahren hat, wo die Zahlen herkommen. Kann sie für mich beruhigen. Großschirmer wählen fast 50% AfD in meiner Heimatgemeinde. Da haben wir keine Traubenbildung vor der Kita. Wir haben keine Traubenbildung vor der Schule. Aber da benehmen sich die Menschen nämlich einfach anständig. Hören Sie auf, hier so einen billigen Populismus zu verbreiten. Und wir möchten mit unserem Antrag die Einrichtung von Bedarfstaxen, und wenn das bei den Kommunen liegt, dann unterstützen Sie bitte die Kommunen, damit die das für ältere Menschen anbieten können. Wir möchten als Weiteres die Verteilung der FFP2-Masken auch als Versandmöglichkeit. Ich habe die Bilder gestern gesehen, wo die älteren Leute angestanden haben in den Apotheken, da haben sich riesige Schlangen gebildet, genau das, was sie eigentlich verhindern wollten. Spannen Sie die Einwohnermeldeämter mit ein, die kennen ihre alten Leutchen, dass sie die FFP2-Masken dort mit hinschicken. Da kann der öffentliche Dienst doch mal zeigen, was er in der Lage ist, in dieser Krise für die Menschen zu tun. Schicken Sie endlich einen Appell an die Bevölkerung, dass die Nicht-Risikogruppe, gerade die jungen Menschen, darauf verzichten, in den Morgenstunden 9 bis 12 Uhr einkaufen zu gehen. Dann können auch die einkaufen gehen, die jünger sind, die sich einer Risikogruppe zugehörig fühlen, und eben die Ältere. Jeder kennt so sein eigenes Päckchen, was er mitträgt, dass wir genau für die einen morgendlichen Schutzring schaffen, so wie es in Tübingen gelingt. Und schaffen Sie eine freiwillige Testung, die über die 1,5 Millionen Tests, die jetzt haben, hinausgeht. Wir sind 4 Millionen Sachsen, dass wir die Bevölkerung hier freiwillig durchtesten. Ich denke, da ist eine hohe Bereitschaft in der Bevölkerung da. Und dann können wir genau das, was unser Antrag fordert, schnellstmöglich diesen überzogenen Lockdown beenden. Und deswegen bitte ich Sie um Zustimmung zu unserem Antrag. Vielen Dank.